Hallöchen meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit dem Auswaschvideo zu der letzten Haarfarbe, die ich hatte. Also nicht das Lila, das habe ich hier noch, wie man sieht, sondern dieses natürliche Blond. Das hatte ich mir ja mit diesen Color Refresh Produkten getönt. War auch wunderschön. Und in diesem Video zeige ich euch mal, wie sich das ausgewaschen hat. Ich kann euch hier gerne nochmal ein Foto einblenden. So sah die Farbe aus. Es war ein relativ natürlicher, warmer Goldblondton. Nicht ganz so goldig wie dieses Golden Blond. Aber ist schon ein sehr schöner Ton gewesen. Natürlich ist der sehr hell, wie man sieht. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass es nicht so lange gehalten hat. Ich habe die einmal gewaschen. Das Gute ist, da entwickeln sich natürlich keine Untertöne. Die werden halt einfach nur immer weniger intensiv und sind dann irgendwann ganz raus. Also das wurde einfach nur immer weniger gelb, immer blasser. Und nach der zweiten Haarwäsche sieht man schon, dass da eigentlich schon fast nichts mehr von übrig ist. Und dann habe ich sie nochmal gewaschen und dann sahen sie eigentlich... Dann hatte ich wieder dieses... Gelbblond, was ich hatte, als ich meine Haare frisch blondiert hatte. Nur, dass ich halt danach immer Silbershampoo benutzt habe, damit sie wieder weiß sind. Und in dem letzten Tönungsvideo zu dem Lila konntet ihr ja schon sehen, wie die Farbe dann raus war. Also es hat nicht sonderlich lange gehalten. Finde ich persönlich für mich jetzt aber auch nicht schlimm, weil ich so natürliche Farben eh nicht lange haben möchte. Wenn man das langfristig haben möchte, sollte man sich dann natürlich überlegen, ob man nicht vielleicht eine Intensivtönung oder Färbung nimmt. Aber so für zwischendurch mal, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich so ein Typ ist, der weiß blondierte Haare hat, eigentlich immer bunte Haare hat, aber dann einmal im Jahr ist das Shooting für das Familienfoto, was Oma jedes Jahr bekommt und da muss man natürliche Haare haben, als Beispiel, dann ist sowas ganz gut. Also es hält nicht so lange, aber ich finde es trotzdem in Ordnung. Ja, das war ein sehr kurzes Auswaschvideo. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und weitergeholfen. Wenn dem so ist, zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Ich verlinke euch hier gerne mal das Tutorial zur Haarfarbe. Und hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Macht's gut.